So, da sind wir wieder. Und ich hatte mir überlegt, wir legen eine Spur aus diesen Plasmadingern. Ich habe das auch angefangen zu machen in einer Folge, die ich jetzt nicht abstrahlen werde. Aber es war einfach sturzlangweilig. Außerdem war es tierisch schwer, sich zu orientieren, immer diese Plasmadinger zu legen und so weiter. Deswegen lasse ich das. Habe jetzt den Speicherstand hier nochmal geladen. Ich werde jetzt einfach nur eine Liste aufschreiben. Also, da steht dann drauf Feuerstuff-Ebene. Dann als nächstes großer Raum. Und dann als nächstes die ungefähre Himmelsrichtung, wo wir jetzt langgelaufen sind. Das weiß ich nicht mehr, also werden wir das mal kurz nachgucken. Wir waren. Hier ist der große Raum. Das heißt. Oh, das ist ja richtig nah. Okay, dann lege ich doch mal ganz kurz eine Spur. Da lang, darum. Da durch. Und hier rein. Ja, dafür habe ich eben gerade fast eine Viertelstunde gebraucht, um den Weg zu markieren. Und ich bin ganz außen rum gelaufen. Ja. Also gut, also wir haben jetzt auf der Liste Feuerstab, Raum, dann Treppe runter, großer Raum, dem Plasma folgen. Und dann müssen wir gleich weitergucken. Danach hatte ich eigentlich nur vor, immer die Rätsel aufzuschreiben, die, durch die wir gehen müssen, um halt weiterzukommen. Also, Feuerstab, großer Raum, Plasma folgen. Dann runter. So, und jetzt gucken wir uns hier unten um. Keine Auswahlmöglichkeit, jetzt ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Machen wir mal unsere Fußstapfen auf einer recht hohen Stufe. Fußstapfen waren das da und das da. So, hier kommen wir her. Gehen wir rechts an der Wand lang. Ach, hier war die Ebene, wo irgendwo eine unsichtbare Wand war, richtig? Da müsste dann der Ninja-Stern vorliegen. Da. Gut, dann mache ich hier doch noch auch einmal wieder die Dinger. Da, 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 da. Und schreibe auf meine Liste drauf, so Treppe runter, dann sind wir in Level 9. Plasma folgen. Illusionswand. So, also Plasma folgen, Illusionswand. Und dann links oder rechts? Das weiß ich nicht mehr. Testen wir erstmal rechts rum. Ah, da war ein Dreher. Da kommen wir also her. Westen, Westen, Westen. Trinken schon mal sehr gut. Und ich glaube, also wir sind schon mal nicht zurückgekommen, weil wir gedreht wurden. Das fiel mir dann irgendwann auf. Das heißt, hinter dem Dreher müsste es weiter runtergehen. Aber schauen wir mal. Da ist wieder eine Tür. Und die ersten Ratten. Sehr schön. Den kann ich mir auch gleich mal aufschreiben bei Level 9, dass hier das Rattengebiet ist. Dass wir so eine ungefähre Übersicht haben. Also halt Level 7 Feuerstabebene, Level 8 großer Raum, Level 9 dann Ratten, Level 10 dann halt ein anderer Gegnertyp, der da sehr verbreitet ist und so weiter. Damit wir halt ein bisschen den Überblick behalten können. Denn es wird langsam ziemlich chaotisch. Also jedenfalls in meinem Kopf. So, da, da, da. Schluck. Und wir sollten demnächst auch mal schlafen und ein paar Heiltränke herstellen. So, also bisher sind wir die Treppe runter, haben dem Plasma gefolgt bis zur Illusionswand, sind durch die Illusionswand durch, sind rechts rum. Und danach wurde es chaotisch. Aber es sieht ein bisschen so aus, als wenn wir hier richtig wären. Ich laufe nochmal eine Weile weiter. Und wenn wir den Weg nach unten finden, laufe ich wieder zurück bis zu dem Punkt, wo wir uns entscheiden mussten mit rechts, links. Jetzt sind wir schon wieder da. Oh. Okay.
Da war der Dreher. Da ist das nächste Plasma. Okay. Oh, ich teste mal ganz kurz, ob auf der anderen Seite auch ein Dreher ist. Also wir gehen nach Osten. Wir gehen nach Osten. Osten, Osten, Osten. Nee, kein Dreher, aber eine geschlossene Tür. Ha, das heißt, hier müssen wir doch lang. Denn ich glaube, auf unserem Weg von unten zurück nach oben haben wir Türen geschlossen, damit wir sie später wieder aufmachen, um den Weg nach unten zu finden. Also, kommt auf meine Liste. Level 9. Plasmawand, Illusion, Plasmaspur, Illusionswand und dann links rum. Dementsprechend kommen wir hier. Wir folgen der Plasmaspur, sind vor der Illusionswand, gehen durch und gehen dann links rum. Hier hin. Machen wir gleich noch ein. Auf. Oh, machen wir gleich noch ein. Auf Vorrat. Und gehen jetzt hier weiter links lang. Und da hat irgendjemand die Tür aufgemacht und das waren nicht wir. NE. NE. Oh, ein kleiner Mann. Und mehr Nahrung. Sehr schön. Isma. So, und wir sollten noch einen neuen Feuerball vorbereiten, falls dann noch so ein kleiner Mann kommt. Ha. Und hier zwischendurch auch noch wieder neue Plasma-Dinger legen. Also ja, dafür, dass ich die Spur eigentlich gar nicht legen wollte, lege ich sie ganz schön häufig. Aber sei es drum. Der zukünftige Gerugon wird uns dafür sehr, sehr dankbar sein, falls wir wieder nach oben gehen müssen. So, hier haben wir zwar einen recht großen Raum, aber nur ein Weg, den wir. Zwei Wege, die wir gehen können. Also kommt hier erstmal wieder einer hin. Zack, 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 zack. Und wir gucken uns erstmal den linken Weg an. Und der führt zum rechten Weg. Das war schon mal praktisch. Und warum haben wir den Apfel hier liegen lassen? Das ist komisch. Oh, hier ist eine Sackgasse. Und ein Knopf, den wir noch nicht gedrückt haben. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja komisch. Also es kann sein, dass wir schon mal hier waren, aber bei dem kleinen Mann gestorben sind und deswegen gar nicht erst wieder hier zurückgegangen sind. Das könnte sein. Hm. Also müssen wir bei der Illusionswand doch nicht links, sondern rechts. Aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen, was der Schalter da gemacht hat. Also aufgegangen ist hier nichts. So, das kommt erstmal wieder mit. Das war keine so gute Idee. So. Ja, hier geht es wieder zurück. Das hier könnte aufgegangen sein. Jo. Noch eine magische Box. Hallo? Als wenn wir davon nicht schon genug hätten, in Anführungszeichen. Und ein Feral Pendant. Und irgendjemand meinte, das wäre gut für Magier. Warum auch immer. Also trägt das auch mal ein Magier und wir haben keinen Platz mehr. Also machen wir eine Kiste auf. Und in die Kiste kommen wieder Würfel rein. Und die Bomben. So. Wir haben jetzt bei den Magiern Gewichtproblem. Ja, ja. Achso, das Fury kann weg, das ist ja leer. Und soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, magische Gegenstände wieder aufzuladen. Also er ist schon mal vom Gewicht her wieder okay. Er auch. Ja, schön. Achso, Kompass solltest du wieder in die Hand nehmen. So, und jetzt müssen wir nur noch hier raus. Die ganzen Plasma-Dinger wieder mitnehmen, dass wir nicht den zukünftigen Gerugon verwirren durch zwei Spuren. So, alles mitnehmen. So, und da müsste gleich die Illusionswand sein, genau. Jetzt notiere ich mir wieder auf dem College-Block Level 9, Plasmaspur folgen, Illusionswand und dann rechts rum. Rechts rum. In Klammern, Achtung, Dreher. So, also.
Illusionswand hier rechts rum. Und hier kommt der Dreher. Wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen, wir werden gedreht. Wir gucken nach Westen. So, jetzt gucken wir nach Osten. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Nein, also geht es nur da lang. Zack, 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 zack. Hier respawnen die Ratten. Hier gibt es auch keinen wirklichen Weg außer den zu der Tür hier. Das ist gut. Machen wir hier wieder einen Punkt hin. Hier kommen jetzt anscheinend Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, wir pennen erstmal und regenerieren ein bisschen Mana hoch, falls da irgendwas kommen sollte. Ja, das ist jetzt zwar ein bisschen mühsam alles, also mit dem Aufschreiben, wo man langläuft, mit den Plasmaspuren legen und so weiter, aber ich denke mal, das ist ein bisschen angenehmer, als mehrere Episoden lang durch die Gegend zu irren, weil man nicht weiß, wo es lang geht. Und wenn wir jetzt nochmal nach oben gehen wegen irgendeiner Questsache oder so, wissen wir auf jeden Fall, wo es lang geht. Wir folgen einfach immer der Plasmaspur und das war's. So, zack, 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 zack. Und wir hatten noch welche auf Vorrat. Die legen wir mal dazwischen. So, da lang, da lang, da lang, da lang. Und wenn wir eine Sackgasse laufen, so wie jetzt, dann heben wir die Sachen wieder auf und legen sie richtig hin. Also in den nächsten Gang, den wir gerade ausprobieren. Und so müssten wir irgendwann zu dem Weg nach unten kommen. Es wird vielleicht nicht unbedingt der direkteste Weg sein, aber er klappt. So, hier legen wir wieder einen hin. Gehen lang bis zum Entscheidungspunkt. Oh, Türen sind nicht gut. So, 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 so. So. Und ich gehe mal hier lang. Ah, das ist schon mal ein sehr guter, besonderer Ort, sage ich mal. Hier war die Kiste, die runtergeplumpst war. Das hatten wir auf dem Weg nach oben auch als Anhaltspunkt genommen, wie wir jetzt wieder weiterkommen. Also schreibe ich mal auf. Plasmaspur folgen. Illusionswand rechts rum. Dreher. Plasma folgen. Kiste runterfall. Da werde ich wissen, was gemeint ist. Und dann wieder Plasma folgen. So, also dann geht's hier rum weiter. Du hast noch Plasma? Ja. Einen in die Hand. Einen auf dem Boden. Weiter. Rechts rum. Ja, es geht sehr weit rechts rum. Testen wir das mal. Wir legen jetzt hier Plasma hin. Nicht werfen. Wir legen hier ein Plasma hin. Und gehen hier rum. Warum hat das jetzt in die Hand gemacht? Hm, wenn man eine Hand frei hat, macht das vielleicht in die Hand. Zack, 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 zack. Ja, anscheinend. Okay. Also, immer rechts an der Wand lang. Noch mehr von denen. Zack, 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 zack. Und hier geht's hoch. Wie, hier geht's hoch? Okay, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht hoch. Da kommen wir her. Richtig, gut. Jetzt gehen wir jetzt hier links rum. Ich sagte links rum. Sackgasse. Sackgasse. Ah, okay. Alle wieder einsacken. Und Rückwärtsgang. Da kommen wir her. Jetzt gucken wir mal hier rum. Da ist auch eine Sackgasse. Gut. Das heißt, das war hier alles umsonst. Aber die ganzen Plasmas können wir einsammeln und gleich wieder hinlegen. Zack, zack. So, wir gehen diesmal nicht rechts rum an der Wand lang. Wir gehen jetzt hier lang und hier ist auch eine Sackgasse. Das können wir also auch alles einsammeln. Hallo? Das kann nicht sein. Es muss da weitergehen. Also hier rechts rum sind wir gerade. Links rum ist eine Sackgasse. Es muss rechts rum irgendwo weitergehen. Aber wir sind keine Treppe hochgegangen, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, hier ist die Treppe hoch, das wollten wir nicht. Hier ist Sackgasse. Ich gehe mal weiter rechts an der Wand lang. Noch eine Sackgasse. Noch eine Sackgasse. Und wir sind wieder hier. Ha. Oh. Es geht da durch. Das erklärt's. Gut. Auf meiner Liste ist jetzt Kisten, Runterfall, Dingens, Plasma folgen. Gut. Geht nur hier lang. Was unter deinem Fuß ist, ist bald über ihn. Gut, dann schreibe ich mir jetzt auf. Runter, Kisten runterfallen, Plasma folgen und dann kommt Feuerballfalle. Feuerballfalle. Ja, langsam nähern wir uns den Weg nach unten. War es jetzt rechts rum oder links rum? Ich glaube rechts rum. Hier geht es definitiv weiter. Ich laufe mal einen Schritt vor. Guck, ob es. Ne, hier ist eine Sackgasse. Gut. Habe ich mir schon mal das ganze Plasma hinlegen gespart. Das ist jetzt der mittlere Gang vom rechten Gang. Und wir sind definitiv schneller als vorher. Und da geht's runter. Sehr schön. Muss ich nur noch den Weg zurückfinden und den dann irgendwie markieren. Da war auch gerade diese Kombromid-Nische. Also leichter als eine Feder. Da wollen wir nicht lang. Ich komme mir vor wie im Toro-Modus bei Grimrock. Ja, die Schuhe waren definitiv eine gute Wahl. Auch wenn es mir nicht hilft, wenn ich den Weg zurück dadurch trotzdem nicht finde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich... Ah, hier. Guti, also rechts rum. Das war soweit richtig. Plasma folgen. Dann geht's los. Plasma folgen und ich glaube, hier in der Mitte war es lang. Probieren wir einfach mal. Also links rum. Schon haben wir kein Plasma mehr. Doch, einen haben wir noch. Nochmal links. Da ist die Tür, die wir nicht wollten. Also rechts. Brauchen wir erstmal neues Plasma. Zack, zack, zack. Und schon wieder 18 Minuten rum, ohne dass wir wirklich viel geschafft haben. Aber was muss, das muss. So, da, 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 da. Und hier ist eine Sackgasse. Ja. Also klar, ich hätte das jetzt alles rausschneiden können. Aber man weiß ja nie, wenn man was verpasst. Hier ist die Chromit-Dingens. Das heißt, wir müssen hier rum. Leichter als eine Feder. Hier kommt das hin. Dann müsste hier gleich die Treppe runter sein. Gleich in Anführungszeichen. Ja, da ist die Treppe runter. Guti, das ist doch ein schöner Punkt, um abzuspeichern. Und LP56. Und in der nächsten Folge sind wir dann in Ebene 10. Schreibe ich mir noch kurz auf. Level 10. Dann könnten wir eigentlich auch langsam anfangen, unsere Spur aufzulösen. Denn wir haben jetzt schon die Hälfte des Weges markiert. Das heißt, wenn wir irgendwann mal wieder nach oben gehen müssten, hätten wir schon was wesentlich einfacher als letztes Mal. Aber das müssen wir nächste Folge dann gucken. Jetzt gibt es erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.